know I can prosper. No imposter, prosecute my posture. I stand up and I stand by you. What? I am a freedom fighter, the name that history wrote. Ja, hallo Leute und willkommen zu einer erneuten Real-Life-Story auf unserem Kanal. Ja, und die ist mir erst heute passiert, und zwar meine echt zwei fucking Pechtage. Ohne Mist, es regt gerade echt so richtig, richtig doll auf. Denn gestern erst zum Beispiel, ich wollte mir eine neue Capture Card bestellen, ne? Also mit meinem Vater zusammen, da ich ja noch nicht eigenes Geld verdiene, das kommt erst bald. Aber trotzdem, halt mit meinem Vater erst eine neue Capture Card bestellen. Ja, was passiert? Ja, kein Zugriff mehr auf sein Benutzerkonto. Amazon hat rumgespart. Was weiß ich? Es kotzt so an. Ohne Scheiß, Leute. Ich glaube, ich kann das Video heute Rage Commentary oder was weiß ich nennen. Und dann heute Morgen, was passiert? Dominik geht zur Schule. Läuft ganz normal zur Schule. Und dann, was kommt aus der Einbahnstraße? Kommt einfach nur LKW raus. Jo, bitte so, fast überfahren. Geil. Da werden sich jetzt bestimmt einige freuen, aber echt, ich wurde fast überfahren. Und einige wissen halt, dass ich auch ab und zu Brille trage. Bin ja eigentlich Brillenträger, aber trage meist Kontaktlinsen, auch in den Facecam-Commentaries zum Beispiel. Aber, ja, pass auf, dieses Mal habe ich mich einfach dazu entschlossen, Brille zu tragen. Und was passiert natürlich? Dome wird fast vom LKW überfahren, läuft ein bisschen schnell über die Straße, Brille fällt runter, Brille kaputt. Geil! Und dann, wirklich, also, wir hatten heute einen ganz normalen Schultag, ja, ist klar. Was passiert? Ja, Parallelklasse-Ausfall, wie natürlich nicht. Ich durfte sogar noch eine Stunde länger machen. Ja! Geil, ne? So, ja. Eben gerade, Schule. Ich laufe die Treppe runter, hab vergessen, dass ich mein Handy, weil halt mein Lehrer mich erwischt hat, blablabla. Weil ich im Unterricht mit dem Handy gespielt habe, habe ich mein Handy so in die Jackentasche gesteckt. Was passiert natürlich? Ich glaube, die Treppen etwas schneller runter, weil wir ein bisschen früher Schluss hatten. Was passiert? Mein Handy fällt runter und hat jetzt hier oben übelst den Splitter. Hier ist Display ab und es regt auf. Ohne Scheiß, Mann. Und keine Ahnung, Mann. Was zur Hölle soll das? Werde ich irgendwie vom Pechvogel verfolgt oder was ist denn das? Ohne Scheiß, das regt... Ja, das alleine hat er schon aufgeregt. Aber was kommt natürlich noch dazu? Dominik geht ganz normal nach Hause, ja? Ich gehe ganz normal nach Hause, Wie immer, was passiert? Unten, Tür. Schlüssel klemmt. Ich drücke ein bisschen fester. Schlüssel bricht ab. Yo, Schlüssel bricht ab. Richtig geil, oder? Yo. Und ja, ich weiß, das war gerade etwas von InScope 21 geklaut. Dafür entschuldige ich mich auch, aber trotzdem. Es hat gerade wirklich zur Situation gepasst und es kotzt mich wirklich echt an, dass ich jetzt die letzten zwei Tage so ein scheiß Pech hatte. Vielleicht wird die Real-Life-Story auch noch ein bisschen verlängert, wenn ich die anderen Tage jetzt auch noch ein bisschen Pech habe. Ohne Scheiß, Leute. Wirklich. Stellt euch das einfach mal vor. Ihr wollt euch eine neue Capture Card bestellen. Das Amazon-Konto vom Vater geht nicht. Warum weiß ich auch nicht. Amazon spinnt. Nächsten Tag. Ihr werdet fast vom LKW überfahren, Brille fällt runter, Brille im Arsch, geil, was weiß ich, muss ich demnächst erstmal zum Augenarzt mir eine neue verschreiben lassen. So, dann Schule, ihr verliert euer Handy, geil, ach, das habe ich vergessen zu sagen, ich habe mein Handy verloren auch, ja, für eine halbe Stunde oder so, für die Hofpause, da hat es mein Kumpel gefunden und mir wiedergegeben, zum Glück. So, und dann, ihr werdet vom Lehrer erwischt, packt euer Handy in die Jackentasche. Kriegt es beim Runterlaufen der Treppen nicht mit, lauft etwas schneller die Treppen runter und auf einmal fällt euer Handy runter. Ihr habt sogar eine scheiß Hülle drum. Eine Hülle, die eigentlich vermeiden soll, dass sowas passiert, ne? Und ich mach die Hülle einfach nur auf und denk mir nur noch so, scheiße, Mann, warum? Ja, ich kam natürlich nach Hause. Meine Mutter natürlich wieder extrem in den Kollaps geschoben und mir natürlich gleich an die Gurgel springen wollte. Ey, ohne Scheiß, Leute, das regt einfach nur echt auf. Und ja, wie gesagt, das wollte ich einfach nur mal loswerden. Ich hatte heute, wie gesagt, richtig Bock auf das Video. Und ich denke mal, euch hat es auch gefallen. Ich hoffe es zumindest mal. Und ja, wie gesagt, meiner Meinung nach ein bisschen kurz, aber naja, mehr gab es heute nicht. Und wie gesagt, wahrscheinlich war die Real-Life-Story auch noch fortgesetzt, wenn ich jetzt die anderen Tage auch noch so viel Pech habe. Ohne Scheiß, Leute, ey. Bitte wünscht es mir nicht. Bitte einfach nicht. Bitte nicht. Ey, wirklich. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass ich heute nicht im Schlaf irgendwie ermordet werde oder so. Denn die Pechsträhne, die ich zurzeit habe, könnte das. Es ist alles möglich, wirklich, es ist alles möglich. Naja, da würde ich sagen,
wie gesagt, bewertet das Video, schreibt einen Kommentar, wenn euch das vielleicht auch mal so gegangen ist über 2 Tage oder so. Oder was eure 2 schlimmsten Tage waren oder euer schlimmster Tag, wie gesagt. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.